Musik begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Leben. Also ich habe seit der ersten Klasse Gitarrenunterricht. Also meine Eltern haben mich gut gesponsert. Und richtig intensiv mache ich seit Januar 2009. Da bin ich sehr spontan mal in der Boxstop hier in Karlsruhe, habe mir ein Interface gekauft und habe angefangen zu mir selber zu spielen sozusagen. Also erste Songideen umzusetzen, habe Bass dazu gespielt ein bisschen, habe mein Schlagzeug programmiert. Und ja, so ist der erste Song entstanden. Ich habe mir das Recording beigebracht, ich habe mir die Songwriting-Technik nicht beigebracht, aber versucht es zu arrangieren, versucht es besser zu machen, versucht es Text zu schreiben. Man wird ja immer besser durch die Übung. Und dann muss ich halt nebenbei das ganze Booking machen, dass ich gucke, dass ich Konzerte kriege, dass ich irgendwie einen Pressekontakt hinbekommen, dass ich ja in der Bekanntheitsgrad so größer werde. Und ich habe auch noch einiges vor dieses Jahr. Seid ihr noch da? Also meine Musik, ich sage ja, das ist ca. 70% autobiografisch, also Sachen, die mir passieren, so aus dem Leben oder aus dem Bekanntenkreis, was ich so mitbekomme. Und das fließt hauptsächlich in die Texte ein. Und meistens beginnt es mir auch irgendwie mit einer Phrase, mit einem Strophenanfang, mit einem Stück vom Refrain. Und dazu schreibe ich dann die Musik. Also ich arrangiere halt irgendwie um die Elemente, die mir einfallen, arrangiere ich den Rest, bis der Text fertig ist und dann baue ich Musik dazu. Meistens Refrain zuerst oder auch mal Strophe zuerst, je nachdem, was mir einfällt. Ja, die Texte stehen schon sehr im Mittelpunkt. Im Internet habe ich ein paar Akustikvideos von dir gesehen. Sind solche Elemente stark vertreten in deiner Musik? Also machst du gerne Musik unplugged und nur mit der Gitarre du allein auf der Bühne? Ja, im Moment gezwungenermaßen, aber ich mache es auch ganz gerne. Also ich versuche zu komponieren mit der Prämisse, ja, ich mag das Wort eigentlich nicht. Also ich versuche Stücke zu komponieren, die nur mit Gitarre und Gesang funktionieren. Wow, das ist schwierig. Ich kann mir unter Songwriting gar nichts vorstellen. Welche Talente braucht man da? Was macht deine Musik insbesondere auch aus? Also ein pauschales Talent ist, ich brauche Geduld und Durchhaltevermögen, weil irgendwie, also ja, man muss viele Türen öfter probieren, bis sie aufgehen. Dein Herzschlag und dein Atem geben mir Geborgenheit. Deine Lippen spenden Trost, deine Arme wiegen mich in den Schafen. Was willst du dann eigentlich vor allem rüberbringen? Was sollen die Zuhörer mitnehmen aus deinen Konzerten? Das ist eine schwierige Frage. Ja, also auf jeden Fall mein Spaß an der Musik. Das sollen sie mitnehmen und ja, einige Stücke ist auch ja, so meine Auffassung drin. Zum Beispiel, ich weiß noch nicht, ob ich es heute spiele. Also Blick aus dem Fenster, das ist ein Stück, was mit Band besser wirkt. Das geht so um die Gewalt hier an der Straßenbahnhaltestelle, was eigentlich passieren kann. Oder auch was ich auch spielen werde, ist der Sinn des Lebens. Das ist auch ein Stück von mir. Das geht so um die aktuelle Arbeitsethik. Also wie dass man eigentlich nur noch arbeitet und keinen Spaß mehr am Leben hat. Also nur Rendite für die Firma zum Beispiel. Ja, was sollen die Leute denken, wenn sie nachher nach Hause gehen? Ja, also so sollen denken, dass ich überzeugend gespielt habe und vermittelt habe, ja, wenn ich was rübergebracht habe an dem Konzert und wenn die Leute Spaß dabei haben auch noch, dann hat sich das Konzert gelohnt, denke ich. Super. Wie viel Uhr ist denn? Eins geht noch. Eins geht noch? Hau noch Zeit für eins und dann dürft ihr klatschen und dann spielt noch eins.